Das Logo von Behinderung und Entwicklungszusammenarbeit, kurz BEZEF, wird eingeblendet. Eine junge Frau sitzt im Rollstuhl. Ein einfaches Haus im Hintergrund. Hühner laufen über roten Lehmboden. Ich denke, dass man auch bestimmte Risiken in Kauf nehmen sollte, um seine Komfortzone zu verlassen, denn das ist das Einzige, was einem den Horizont wirklich erweitern lässt und Perspektiven ermöglicht, die man zu Hause einfach nicht hat. Schulkinder schieben den Rollstuhl der jungen Frau und machen Übungen im Klassenzimmer. Menschen mit roten Clownsnasen spielen Theater. Ein junger Mann filmt die Natur. Du möchtest die Welt entdecken? An Orte reisen, die dich begeistern und dabei wertvolle berufliche und persönliche Erfahrungen machen? Dann bist du bei BEZEF genau richtig. Wir möchten dir ein Engagement im Ausland ermöglichen. Es gibt viele Möglichkeiten für Freiwilligendienste, ob für kurze oder lange Zeit im Ausland. Entscheide selbst, in welches Land du gehen und was du vor Ort arbeiten möchtest, ob mit Menschen, im Bereich Kultur oder Natur. Es ist nur wichtig, was du gerne machst und was du gut kannst. WorkCamps bieten dir die Möglichkeit, als Teil einer internationalen Gruppe einige Wochen an einem gemeinnützigen Projekt mit anzupacken. Das kann, wie hier, ein Theatercamp in Wien sein. Bei einem inklusiven WorkCamp arbeitest du mit jungen Menschen aus unterschiedlichen Ländern zusammen. Manche mit Behinderung, andere ohne. Ein WorkCamp-Teilnehmer sagt, auf internationalen WorkCamps kannst du Leute aus der ganzen Welt treffen, die miteinander interagieren. Und ich finde das wirklich interessant, weil es so eine gute Energie in der Gruppe erzeugt und weil es hilft, Grenzen zwischen den Ländern abzubauen. WorkCamps sind der perfekte Einstieg für alle, die zum ersten Mal den Sprung ins Ausland wagen wollen. Wenn du dir vorstellen kannst, länger ins Ausland zu gehen, dann ist der Weltwärts-Freiwilligendienst vielleicht die passende Option für dich. Die junge Frau im Rollstuhl fährt über einen belebten Markt in Ghana. Ich habe mich insbesondere für ein weiter entferntes Land entschieden, weil ich persönlich auf Herausforderungen und Risiken eigentlich stehe. Weil mir das voll Spaß macht, mich in neue Situationen zu werfen und auch komplett neue Sachen zu sehen. Und dann hatte ich bei BEZEF irgendwie einfach den Partner für meinen Freiwilligendienst gefunden. Es hat einfach gleich gepasst. Ich habe mich gleich aufgehoben gefühlt, dadurch, dass es auch Erfahrungen mit Menschen mit Behinderung gibt, als Freiwillige im Ausland. Es war einfach perfekt. Hier kannst du dich in Ländern in Afrika, Asien, Lateinamerika oder Osteuropa engagieren. Der Freiwilligendienst dauert mindestens ein halbes Jahr. Zum Beispiel bekommst du, wie Steffi, die Chance, in Ghana an einer Schule oder in einer Organisation für Menschen mit Behinderung mitzuarbeiten. Ich glaube, der Moment, an dem ich gemerkt habe, okay, ich glaube, ich bin angekommen hier in der Schule, war, glaube ich, als ich einmal nach vorne gegangen bin, als die Lehrer gerade nicht da waren und die Klasse alleine mit mir war. Und es haben alle sofort auf mich gehört. Ich habe was gesagt, es waren alle ruhig, wir konnten zusammen an irgendwas arbeiten. Und in dem Moment dachte ich, okay, ich glaube, ich krieg's doch hin. Du lernst die lokale Kultur kennen, schließt neue Freundschaften und machst Erfahrungen, die dich dein Leben lang prägen werden. Und wenn du nicht so weit weg möchtest, ist das ESK eine tolle Möglichkeit, ein anderes europäisches Land zu erkunden. Egal ob nur für 2 Wochen oder ein ganzes Jahr. Schon ein Freiwilligendienst von Österreich nach Deutschland, so wie bei Martin zum Beispiel, bereichert durch die vielen kulturellen Unterschiede deine Erfahrung. Und in dem Zuge des Europa für alle Projektes haben wir Martin eingeladen zu uns, der hier einen Kurzzeit-Freiwilligendienst gemacht hat für 1 Monat. Was sehr, sehr toll war. Er hat uns geholfen, Imagefilme zu produzieren für unsere Öffentlichkeitsarbeit, auch insbesondere eben, um diesen Gedanken weiterzuführen, dass Menschen, auch wenn sie irgendeine Art von Beeinträchtigung haben, einen tollen Beitrag leisten können. Martin sitzt in einem Rollstuhl vor einer grünen Pferdekoppel. Er sagt, ich finde es irrsinnig cool, die eigenen Vorstellungen in einem Video festzuhalten für die Nachwelt. Du hast eine breite Auswahl an internationalen Projekten im Bereich Bildung, Kultur, Gesundheit und Umweltschutz. Du kannst eine neue Sprache lernen und erfährst die kulturelle Vielfalt des europäischen Kontinents auf deine ganz eigene Art und Weise. Für uns ist nicht wichtig, was du nicht kannst, sondern was du kannst. Mit deiner Teilnahme unterstützt du unsere Vision einer Welt, in der alle Menschen die gleichen Chancen haben. Und dabei wächst du über dich selbst hinaus und machst Erfahrungen, die dein Leben nachhaltig prägen werden. Wir beraten dich zu verschiedenen Möglichkeiten, um ins Ausland zu gehen und suchen mit dir nach Lösungen für mehr Bedarfe,
indem wir dich gerne an inklusiv arbeitende Organisationen in unserem Netzwerk vermitteln. Zwei Frauen, eine im Rollstuhl sitzend, laufen auf einer holprigen Straße dem Sonnenuntergang entgegen. Die Logos der Förderer werden eingeblendet. Mehr Informationen unter www.inklusivefreiwilligendienste.de. E-Mail an engagement@bzef.de.